Die hatten wir sogar extra hier aufgeschrieben. Bevor ich jetzt die Namen verkehrt mache oder die Namen den Parteien verkehrt zuordne, würde ich sagen, wir lassen das Mikrofon einfach rumgehen. Das erste liegt hier vorne und jeder der Landtagskandidaten stellt sich selber kurz vor. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Markus Hofmann. Ich bin Direktkandidat von Bündnis 90 Die Grüne für den Wahlkreis 15. Das ist Fuldaer Kreis. Und ja, ich freue mich, dass ich heute Abend hier bin. Ich bin Sibylle von Brunn. Ich kandidiere nicht für den Landtag, sondern ich vertrete hier heute Jürgen Lenders, der für die FDP hier in Fulda kandidiert. Ja, auch einen schönen guten Abend meinerseits. Mein Name ist Jens Mierdl. Ich bin von der AfD und ich bin der Direktkandidat im Wahlkreis 14 eben für meine Partei, die AfD. Wen wir jetzt hier links neben mir nicht sehen können, ist Thomas Hering von der Christdemokratischen Union. Der ist noch nicht hier aus Unhöflichkeit, sondern im Moment tagen auch die Stadtverordneten. Und als Stadtverordneter muss er noch auf der Stadtverordneten-Sitzung sein. Der wird aber, sobald es geht, hier bei uns sein. Mein Name ist Philipp Ebert und ich kandidiere für den Wahlkreis 14 für die SPD. Mein Name ist Nick Papagamosga, ich kandidiere ebenfalls im Wahlkreis 14. Ich war letztes Jahr auch hier schon zum Gast. Und ich hoffe, also meine Frisur ist nicht ganz so wie die von Herrn Diehl. Ein bisschen unstrukturierter, aber ich hoffe, ich kriege doch ganz strukturierte Antworten heute hin. So, die Frisurenwitze schließen wir damit ab, glaube ich, für den Abend und steigen ein ins Thema. Und ich bitte um die erste Präsentation. Thema des Abends ist das Thema Ankerzentren, sichere Herkunftsländer und Abschiebung. Das ist so ein Block, der eigentlich die Flüchtlinge, insbesondere am Anfang während des Asylprozesses, sehr stark beschäftigt. So, jetzt wollen wir die erste Chart mal uns anschauen. Danke. Das ist doch nicht so das Richtige. Das Wort Ankerzentren, was ja in die Diskussion gekommen ist, ist eine Zusammenfassung aus dem Blöcken Ankunft, Entscheidungs- und Rückführungszentrum. Aber eigentlich ist es ein Begriff aus der Schifffahrt. Die Ankerzentren, die es gibt, das sind die sogenannten Reeden, wo die Schiffe vor Land liegen und die Leute so ohne weiteres nicht an Land kommen. Von diesem Zentrum aus soll jetzt das Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungsverfahren für die Flüchtlinge stattfinden. Ja. Die Idee dabei ist, dass man in diesen Zentren bleibt, alle Flüchtlinge hat, während des gesamten Asylprozesses, bis zu 18 Monate, und dass die Behörden, die alle dafür notwendig sind, um die Identifizierung zu machen, die Gesundheitschecks zu machen, auch Entscheidungen zu treffen, Interviews zu führen, dass die alle vor Ort sind. Und dadurch der Asylprozess insgesamt deutlich effektiver sein soll. Außerdem erwartet man natürlich, dass man dann die Leute vor Ort hat, wenn es darum geht, dass sie abgelehnt sind und man sie abschieben kann. Kritik von der Seite der NGOs, auch von Amnesty her, ist die, dass wir wahrscheinlich keine verkürzten Asylprozesszeiten haben werden. Wir haben jetzt schon eigentlich relativ effektive Durchführung in den Erstaufnahmen. Die Dauer der gerichtlichen Auseinandersetzung, die in der Regel die Verfahren deutlich verlängern, werden eigentlich von diesen Ankerzentren nicht beeinflusst. Und der Zugang zu Beratung und zu eigentlich so einem fairen Rechtsverfahren sind also deutlich erschwert, weil die Leute in der Isolation leben und eigentlich ausgegrenzt sind von Externen. Die leben mit bis zu 1500 Leuten in so einem Lager und können zwar raus, bekommen aber nur ein Taschengeld, und wer will von seinem Taschengeld eigentlich schon einen Rechtsanwalt bezahlen? Also Isolation, kaum Privatsphäre, Integration ist ausgesetzt. Die Kinder sind auch in diesen Ankerzentren drin, und das widerspricht eigentlich dem Kindeswohl. Es ist auch ein Arbeitsverbot in der Zeit, und wenn man sich vorstellt, dass sie mindestens 3, manche 6 Monate, vielleicht auch 18 Monate in den Zentren sein sollen, bis das alles beendet ist, dann kann man sich vorstellen, dass da viel Zeit verloren geht für Integration und dass auch eben durch die Größe dieser Zentren Konflikte vorprogrammiert sind. Das war das Thema Ankerzentren. Das zweite Schwerpunkt, der auch dazugehört, ist das Thema sichere Herkunftsländer. Es besteht also
Interesse, die Anzahl der sicheren Herkunftsländer, die da schon gezeigt sind, nämlich alle EU-Länder plus die Westbalkanstaaten zu erweitern um weitere Länder, um die Verfahren für Flüchtlinge aus diesen Gebieten zu erleichtern, zu vereinfachen und leichter abzuschieben. Ja, nochmal den nächsten. Im Moment macht die Bundesregierung Druck auf die Länder, und das gilt auch für Hessen, diese Zahl der Herkunftsländer zu erweitern, um die Maghreb-Staaten und Georgien. Dabei erwartet man eben eine deutliche Reduzierung der Anerkennungsquoten, weil nämlich letzten Endes die Asylbewerber jetzt beweisen müssen, wir finden also eine Beweisumkehr statt, dass sie wirklich verfolgt wurden, was in der Regel ganz schwierig ist. Und man erhofft sich dann vereinfachte Abschiebungen. Also dieses System ist eigentlich kontraproduktiv zum Thema Asyl als Individualrecht. Es werden Menschenrechtsaspekte häufig nicht ausreichend gewürdigt, weil sie gar nicht zur Sprache kommen können. Und es gibt einige verfassungsrechtliche Voraussetzungen, die man als häufig nicht gegeben ansehen muss. Während der Klageverfahren, die ja dann auch erfolgen, ist eine Abschiebung möglich. Das heißt, die dürfen dann von Marokko aus ihre Klage durchziehen. Also, ob wir hier wirklich faire und rechtsstaatliche Verfahren haben, muss groß bezweifelt werden. Und der dritte Punkt des Eingangsthemas ist das Thema Abschiebung. Hessen schiebt ab Kriminelle, Kleinkriminelle zum Teil, oder auch Leute wegen mangelhafter Mitwirkung bei ihrer Identitätsklärung. Das sind zum Teil Dinge, die sehr, auf sehr fragwürdige Weise eingestuft werden und beurteilt werden von den Ausländerbehörden. Da kommt es durchaus vor, dass da Leute abgeschoben werden, die eigentlich besser hätten hier bleiben können. Was aber vor allen Dingen eben für uns ein großes Problem darstellt, denke ich, ist das Thema Abschiebung nach Afghanistan, in ein Land, in dem es eigentlich keine Sicherheit gibt. Es gibt keinen seriösen Reporter, können Sie gucken, wo Sie wollen, die Situation in Afghanistan als sicher ansieht. Es gibt vielleicht kleine Bereiche, wo man überleben kann. Man kann aber gar nicht von dem einen Bereich zum anderen kommen. Da müssen Sie mit dem Flugzeug hinfliegen, weil Sie über Land in der Gefahr sind, dass die Taliban Sie da angreifen. Also es gibt viele Berichte, insbesondere aus diesem Jahr, vom UNHCR zum Beispiel, wo ganz klar gewarnt wird vor Abschiebungen nach Afghanistan. Und leider wird das ignoriert von der Bundesregierung. Und es ist eine Sache auch der Länder, da Druck zu machen, dass das abgestellt wird. Ja, das wäre eigentlich das Einstiegsthema. Bislang. Und da ist der Ton wieder da. Man muss einfach nur hartnäckig immer drauf lossprechen und dann geht es schon. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Themen angerissen. Nochmal zum Ablauf. Wir wollen ja gegen 21 Uhr spätestens zu Ende sein. Wir haben jetzt 5 respektive 6 Personen auf dem Podium. Deshalb meine Bitte an Sie, möglichst diszipliniert, wenn ich eine ganz konkrete Frage stelle, würde ich auch um sehr konkrete, knappe Antworten bitten, damit wir alle mehr Zeit haben, auf verschiedene Themen einzugehen. Erstes Thema, was eben angerissen wurde, war die Frage nach den Ankerzentren. Deshalb eine ganz konkrete Frage. Geht es nach Ihrer Partei, werden wir dann auch in Hessen solche Ankerzentren einführen oder ein solches Ankerzentrum einführen? Oder bleibt es bei diesem oder einem anderen Konzept für die Aufnahmeeinrichtung? Wir machen das immer mal durcheinander und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal rechts außen bei den Linken an und Herrn Amusegor. Von mir aus gesehen auf dem Podium. Genau. Von unserer Seite aus gesehen, aber sonst nicht. Nein, natürlich wird es mit der Linken gar keine Ankerzentren bei uns geben. Und das Problem ist allerdings, dass die Erstaufnahmestelle des Landes in Gießen funktioniert schon quasi wie eine. Ja, da gibt es auch schneller laufende Verfahren. Und auch das sehen wir sehr kritisch. Ich denke vielleicht, bevor ich jetzt zum Abschiebegefängnis komme, gebe ich weiter, weil die Antwort ist einfach nein, sowas gibt es mit uns nicht. Ebert. Vielleicht sage ich bei der ersten Runde immer noch, ich kann mir Namen immer ganz schlecht merken. Und bevor Sie jetzt jemand hier toll finden und nachher in der falschen Partei zugeordnet haben, das war eben Nick Amusegor von den Linken. Und jetzt kommt von der Sozialdemokratie Philipp Ebert.
Also unser Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel ist sich da tatsächlich relativ einig mit dem Ministerpräsidenten Volker Bouffier, nämlich dass es diese Art von Ankerzentren hier natürlich nicht geben darf. Wir unterstützen da tatsächlich die Argumentationslinie der GdP, also der Gewerkschaft der Polizei, mit welcher ich ja teilweise auch nicht immer einer Meinung bin, die aber in Bezug auf Ankerzentren ganz klar sagt, dass das Internierungslager sind, die eigentlich das Ziel haben, möglichst schnell Menschen dazu zu bewegen, wieder in ihre Heimatländer und zwar freiwillig zurückzukehren. Und wir bevorzugen den Gießener Weg, auch wenn es da, wie du schon sagtest, tatsächlich, wie auch Janine Wissler schon angemerkt hat, tatsächlich wirklich viel Kritikpunkte gibt. Vielen herzlichen Dank. Jens Mirbel von der AfD, dieselbe Frage. Ja. Also die AfD sieht das wie in vielen Bereichen ein bisschen anders. Die AfD spricht in dem Wahlprogramm für die AfD Hessen von Abschiebezentren. Das heißt, dass dort speziell Menschen untergebracht werden, die dementsprechend unser Land wieder verlassen müssen, die also keinen Asylgrund in welcher Form auch immer vorweisen können. Und ich muss auch sagen, es ist immer auch eine Frage, wie man dann Ankerzentren oder auch Abschiebezentren organisiert. Ich denke, wenn man da in Richtung geht, dass das auch eine gewisse, wie sagt man, Selbstorganisation ist, dass man die Leute dort vor Ort auch einbindet, denen Aufgaben gibt oder verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten meinetwegen auch dort zur Verfügung stellt. Ich denke, das nimmt bei dieser ganzen, bei diesen Einrichtungen auch da ein bisschen die Schärfe raus, dass man da besser leben kann. Ja, das ist soweit. Vielen Dank. Silke von Brunn von der FDP. Also wir wollen keine Ankerzentren zusätzlich einrichten, aber wir sind der Meinung, dass das Erstaufnahmelager in Gießen vernünftig ist, weil wir grundsätzlich schon der Auffassung sind, dass es Sinn macht, die Neuankömmlinge an einem zentralen Ort zu betreuen und dort eben auch die Verfahren und die Untersuchungen, das sind ja Untersuchungen im Prinzip, die da stattfinden, eben zentral und möglichst zügig durchzuführen. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass es drei Wege geben soll, um in die Bundesrepublik zu kommen. Das ist einmal das klassische Asylverfahren nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Dann gibt es nach unserer Meinung eben Menschen, die aus humanitären Gründen zeitlich befristet in Deutschland ein Aufenthaltsrecht haben sollten. Das sind die Kriegsflüchtlinge. Und wir sind eben der Meinung, dass wir unbedingt ein Einwanderungsgesetz brauchen, um Menschen, die hier arbeiten können, arbeiten wollen, die über eine entsprechende Qualifikation verfügen, eben auch dauerhaft in Deutschland bleiben und arbeiten sollen. Und wir sind für den Spurwechsel. Das heißt, wir sind. Das sind alles Fragen, da kommen wir später. Ich glaube, die Ankerzentrumsfrage haben wir bis hierhin verstanden. Gut. Vielen Dank. Und ich würde jetzt Markus Hoffmann mit einer ganz schwierigen Frage betrauen, nämlich A, dieselbe gestellte für die Grünen zu beantworten. Und weil der Kollege Hering ja noch nicht da ist, im Sinne der großen grün-roten, grün-schwarzen Koalition in Wiesbaden, vielleicht gleich für die CDU mit. Also. Ich traue mir ja schon einiges zu, das traue ich mir nicht zu, für die CDU zu sprechen. Ich kann für die Grünen sprechen. Für die Grünen wird es keine Ankerzentren geben, weil, und das spreche ich jetzt mal persönlich, ich mag keine Ghettos und das ist definitiv ein Ghetto. Man fasst Leute zusammen, schränkt sie in ihre Bewegungsfreiheit ein, das für einen längeren Zeitraum, das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Außerdem schaffen wir dadurch Doppelstrukturen, ja, also das werden ja Behördengänge quasi abgenommen und müssen aber doppelt geschaffen werden. Also wir schaffen einen zusätzlichen Kostenfaktor und da wäre der Hessische Rechnungshof wahrscheinlich die bessere Adresse, das mal dort prüfen zu lassen, ob das wirklich Geld sparen würde. Ich glaube es nicht und es ist außerdem unmenschlich und deshalb wollen wir Grüne das nicht haben. Vielen herzlichen Dank. Im Vortrag war eine zweite konkrete Frage aufgetaucht, die ich auch gleich stellen möchte. Ist das für Sie eigentlich wichtiger, die Menschen, die zu uns gekommen sind, gut zu integrieren oder ist für Sie eine hohe Abschiebequote wichtiger? Die Frage kann man vielleicht noch ein bisschen präzisieren. Viele Menschen haben ja den Eindruck, dass wir oft die Falschen abschieben. Da gibt es Leute, die sind gut integriert, die haben einen Sprachkurs gemacht, die haben eine Arbeit, aber dann haben sie keinen Titel mehr und dann schiebt man sie ab, weil man eben Abschiebungen erreichen möchte und andere würden manche von uns vielleicht gerne abschieben, aber es geht nicht aus anderen Gründen. Deshalb die konkrete Frage, was ist wichtiger, Integration oder eine gute Quote? Vielleicht machen wir es jetzt umgekehrt und fangen mit den Grünen an. Ja, Integration ist natürlich das
das A und O. Ja? Uns geht es nicht um Abschiebung, sondern die Menschen, die hierher kommen, haben ja einen bestimmten Grund. Die kommen ja nicht wegen dem schönen Wetter her, sondern die kommen her, weil sie zu Hause verfolgt werden, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Deshalb müssen wir denen Schutz bieten. Und wenn die länger da sind, dann müssen wir denen natürlich auch die Möglichkeit geben, sich hier zu integrieren. Voraussetzung ist natürlich, dass sie sich integrieren wollen. Das ist immer so ein beiderseitiges Wohlwollen. Also die Flüchtlinge müssen sich integrieren wollen und wir müssen auch die Flüchtlinge aufnehmen wollen. Und wenn beide zusammenarbeiten, dann kann das gelingen. Ganz einfache Antwort. Vielen Dank. Und die FDP. Ich finde, das ist gar kein Gegensatz, sondern es kommt auf die Frage an, ob ein Migrant, ein Einwanderer hier ein Bleiberecht hat. Dann muss er natürlich so schnell wie möglich integriert werden. Und Menschen, die eben keine gesetzliche Grundlage haben, hier zu bleiben, müssen zurückgeführt werden. Insofern sehe ich da eigentlich gar nicht so den Gegensatz, sondern man muss sich den Einzelfall anschauen. Das war eine elegante Umschiffung der Frage. Ich kann sie gerne noch mal zuspitzen. Ich habe ja gefragt, schieben wir die Verkehrten ab? Wir schieben ja manchmal Menschen ab, obwohl sie in ihrem Sinne integriert sind, weil wir sagen, wir können sie jetzt abschieben. Deshalb wäre der Trend in Ihrer Partei, was wollen wir denn? Wollen wir solche Leute trotzdem behalten? Ja, behalten. Gut. Behalten, Spurwechsel, einwandern lassen. Gut, Antwort verstanden. Vielen Dank. Und die AfD. Ja, also meine Vorrednerin hat das ja schon angesprochen. Es gibt gesetzliche Grundlagen, an die man sich nur zu halten hat, auch egal, wie man dazu steht. Und ich denke, es ist klar geregelt, wann Menschen hier ein Bleiberecht haben und wann nicht, wann die also einen Asylgrund, ob die einen Asylgrund haben oder nicht. Und dementsprechend ergibt sich auch, ob diese Menschen dann wieder abgeschoben werden müssen. Und aktuell haben wir halt den Fall, gab es jetzt eine Pressemeldung im August, dass wir 700.000 abgelegte Asylbewerber hier haben und die werden nur sehr zögernd wieder abgeschoben. Und ich denke, es ist auch förderlich für wahre Flüchtlinge, weil dann wieder Ressourcen frei werden. Also wenn man diese ganzen Menschen denn dementsprechend abschiebt, dann werden auch wieder Ressourcen frei, um wahre Flüchtlinge besser betreuen zu können. Also daher plädiere ich dann doch eher in die Richtung, erstmal auch an die Abschiebung zu denken. Argument ist angekommen und wir fragen die Sozialdemokraten. Also hohe Abschiebequoten können natürlich auf Biegen und Brechen auf keinen Fall das Ziel sein. Und es ist auch nicht in Ordnung, wenn man unsichere Herkunftsstaaten auf einmal dann eben für sicher erklärt. Realistische Abschiebequoten wären die eigentliche Lösung. Also dass die, welche hier wirklich überhaupt keine Bleibeperspektive haben, was natürlich in jedem Einzelfall genau geprüft werden muss, dass die abgeschoben werden, dass aber diejenigen, die bleiben dürfen, möglichst schnell integriert werden. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel diesen vermeintlichen BAMF-Skandal ansehe, dann ist der eigentliche Skandal ja der, dass viele abgeschoben wurden, welche eigentlich Bleiberecht gehabt hätten und nicht der, dass da irgendeine Chefin sich ein Hotelzimmer hat bezahlen lassen. Deswegen hohe Abschiebequoten können nicht das Ziel sein. Vielen Dank. Ja, wir hören hier von einigen Parteien, wir müssen halt das Recht durchsetzen. Das ist allerdings dann so, dass viele Parteien, die dann in der Regierung sind, das Asylrecht einfach verschärfen. So, dann kann man sich selber Möglichkeiten schaffen, Leute vielleicht schneller abzuschieben, aber das darf nicht der Weg sein. Wir müssen die Menschen, die zu uns kommen, die unseren Schutz brauchen, natürlich integrieren und vom ersten Moment an. Wir müssen da natürlich Mittel zur Verfügung stellen, damit wir Deutschkurse besser anbieten können. Wir müssen Berufsausbildung und sowas anerkennen. Das ist auch ein Teil der Integration. Ja, wer nicht arbeiten kann, der kann sich nicht integrieren. Wir müssen die Geflüchteten dezentral unterbringen. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber ganz klar ist, Integration geht vor. Vielen Dank. Der Abend dient ja zuerst dem Zweck, dass Sie sich einen Eindruck davon vermitteln können, was die Argumente der jeweiligen Parteien und Abgeordneten sind. Und ich habe den Eindruck, das funktioniert bislang ganz gut. Die dritte Frage, die eben auftauchte, war die Frage nach den sicheren Herkunftsländern. Die will ich auch ein bisschen zuspitzen auf die Frage, haben wir gerade die richtigen bislang ausgewählt, haben wir zu wenige sichere Herkunftsländer oder haben wir bereits zu viele sichere Herkunftsländer? Damit die Antworten hier nicht immer in derselben Reihenfolge kommen, fangen wir diesmal vielleicht bei der AfD an. Wir von der AfD können uns diesem Vorschlag anschließen, der da gerade auf Bundesebene im Gespräch ist, und man sollte schon diese Liste ausweiten, denn ich denke, es gibt viele Länder, in die abgeschoben werden kann, auch wenn dort vielleicht brisante rechtliche Grundlagen vorherrschen, die wir hier natürlich in Deutschland ablehnen. Aber man muss auch immer sehen,
in diesen Ländern, zum Beispiel Afghanistan wurde ja genannt, da gibt es auch Flächen, wo es, ich sag mal, in meinen Augen vertretbar ist, dorthin Menschen abzuschieben. Und man muss ja auch immer ein bisschen vor Augen halten, ein Land muss ja auch irgendwo verteidigt werden. Ja? Und die Menschen, die hier ankommen, das sind, ich sag mal, junge, wehrfähige Männer. Und wir schicken dann nach Afghanistan unsere Soldaten. Das ist, denke ich mal, auch ein bisschen widersprüchlich. Also von daher würde ich es absolut begrüßen, die Liste der Länder da zu erweitern. Sichere, vielen Dank. Sichere Herkunftsländer, die FDP. Also ich persönlich habe oft gestanden mit diesem Konzept schon ein Problem, weil es ja bei diesen Herkunftsländern selten schwarz-weiß ist. Schon bei Polen kann man sich ja heute die Frage stellen, ob es nicht Menschen gibt, die in Wahrheit dort ihre Meinung nicht mal richtig äußern können, wenn wir uns anschauen, was dort los ist bei den Gerichten. Insofern habe ich persönlich mit diesem Konzept der sicheren Herkunftsländer ein Problem. Es ist klar, es ist eine Entscheidung getroffen worden, um relativ schnell und pragmatisch Flüchtlinge abschieben zu können. Die FDP ist für dieses Konzept. Und die FDP Hessen ist auch in der Tat dafür, dass Flüchtlinge aus den Maghreb-Staaten und aus Georgien zurückgeführt werden. Vielen Dank, Herr Hofmann von den Grünen. Ja, wie viele andere Organisationen, die Afghanistan als nicht sicher einstufen, halten wir das auch für der Fall und sind absolut für eine Neubewertung der Situation. Und genauso würde ich es auch für die Maghreb-Staaten sehen, weil wenn sie da einer falschen Religion, einer falschen Bevölkerungsgruppe oder die falsche Sexualität haben, dann haben sie da ein ganz, ganz großes Problem. Und da können wir diese Leute einfach nicht dahin schicken. Das geht nicht. Also Frage beantwortet. Einfach drauf sprechen? Ja, jetzt klappt's. Okay. Nein, also ganz klar, Asylrecht, haben wir gehört, ist Individualrecht. Wir können nicht einfach das irgendwie aushebeln, indem wir sagen, ja, das und das Land ist sicher. Auch die Staaten des Westbalkans ist nicht sicher, wenn man da, was weiß ich, also in Bosnien auf dem Dorf lebt und dann vielleicht doch die falsche Sexualität hat, aus Sicht der anderen hat man wahrscheinlich auch Probleme. Bosnien ist sicherlich ein schönes Land, ich will nichts Falsches sagen. Aber trotzdem, es bleibt für Individualrecht. Und Afghanistan, das ist ganz klar, das ist überhaupt kein Stück sicher und dass auch aus Hessen heraus Sammelabschiebungen dahin stattfinden, ist ein absolutes Unding. Herzlichen Dank. Also über Afghanistan braucht man mit mir gar nicht reden. Ich schließe mich der Amnesty International und so ziemlich jeder Menschenrechtsorganisation in unserem Kontinent an. Dort werden Anschläge verübt, dort ist der IS nach wie vor aktiv, die Taliban sind aktiv, etliche Terrorgruppen sind aktiv, Minderheiten werden brutal verfolgt und gewaltsame Konflikte sind dort auch regelmäßig an der Tagesordnung. Dementsprechend ist es für mich ein Skandal, dass überhaupt dahin abgeschoben werden darf. Das ist für mich eine reine Beugung vor irgendwelchen politischen Verhältnissen und eine Anbiederung bei den Rechten. In Bezug auf die Maghreb-Staaten muss ich tatsächlich eine Lanze für die Grünen brechen, die ja letztes Jahr im Bundesrat die CDU dazu gebracht haben, sich zu enthalten, was dazu geführt hat, dass es jetzt erstmal nicht anerkannt wird als sicheres Herkunftsland. Die Problematik da ist eben ganz einfach, dass wenn es als, das wurde auch vorhin schon erwähnt, dass wenn es als sicheres Herkunftsland anerkannt wird, Menschen wie Homosexuelle, die dort faktisch verfolgt werden, hier in der Beweispflicht sind, um ihnen nachzuweisen, bei natürlich kürzeren Fristen, weil sich die Verhältnisse geändert haben, dass sie dort tatsächlich verfolgt sind. Und das ist einfach nicht machbar aus Menschenrechtsperspektive. Position, vielen Dank. Ich denke, die Grundpositionen sind klar geworden. Wir hatten Ihnen ja versprochen, zu jedem der vier Unterpunkte können Sie Fragen stellen. Das waren jetzt unsere Einstiegsfragen. Sie können jetzt zu dem Thema Ankerzentrum Abschiebung, zu dem Komplex, den wir angeschlossen haben, Fragen stellen. Vielleicht melden Sie sich, wir sammeln die dann, die Fragen. Ich sage noch mal vorweg, welche Themen noch kommen. Integration und Ehrenamt, Wohnungsprobleme und Zugang zu Bildung und Arbeit. Also Fragen zu den anderen drei Themen vielleicht im Anschluss. Jetzt ging es hauptsächlich um Thema Abschiebung und Ankerzentren. Haben Sie denn zu dieser Überschrift noch Fragen? Dann bitte ich um ein Handzeichen. Dann haben wir hier vorne eine.
rangehen? Hilft gar nichts. Doch jetzt. Ja, eine Frage an den Jens Mirdl. In seiner Antwort hat er statt von Ankerzentren von Abschiebezentren gesprochen. Für mich ist das ein ganz deutlicher Unterschied, weil dort geht es wirklich dann um Abschiebung und dort geht es dann nicht um Ankommen, Entscheiden und gegebenenfalls zurück. Also das bitte nochmal aufklären, dass ich das auch verstehe. Danke. Ganz kurz vor der Antwort, wir sammeln, falls es vielleicht gibt es ja noch eine zweite Frage oder eine dritte, die würden wir dann sammeln und dann beantworten wir sie dann. Geordnet, gibt es zu diesem Themenblock denn noch Fragen? Dann brauchen wir es nicht. Ich wollte den Herrn von der AfD fragen, was denn sichere Gebiete in Afghanistan sind. Also wo ist das? Was ist das? Wie heißen die? Gut, das war die zweite Frage an denselben Gesprächspartner. Haben wir noch eine dritte Frage? Ich habe mehr eine generelle Frage, ob einer von Ihnen zufällig mir sagen kann, warum in der Bundesrepublik für Geflüchtete die höchsten Raten gezahlt werden, also die Sätze. Wenn Sie in das Mikrofon sprechen, ja, wäre das für die Verständlichkeit besser. Die höchsten Monatssätze in der gesamten EU. Ich denke, wenn das nivelliert würde, die Monatssätze, dann würden sich manche Diskussionen eventuell erübrigen, ob das mir jemand sagen kann. Frage ist angekommen. Noch Fragen? Dann würde ich sagen, haben wir diese drei großen Fragen. Das erste war, glaube ich, relativ einfach und ging konkret an Sie, würde ich einfach weitergeben. Haben wir hier ein Ankerzentrum oder ein Abschiebezentrum? Genau. Also wir sind ja in der ganzen Krise schon sehr fortgeschritten, würde ich sagen. Und man hätte das zu Beginn ganz anders handhaben können. Man hätte im Ausland Aufnahmezentren errichten können, die dann direkt von der EU zum Beispiel betreut werden, da hätte man viel Gelder auch einsparen können, denke ich mal, und hätte dann geordnet, ohne Gefahr übers Mittelmeer, die Flüchtlinge nach Europa holen können, dementsprechend denen, die das zusteht. Und jetzt aktuell in der Situation, denke ich mal, ist das so weit fortgeschritten, dass man schauen muss, die abgeschoben werden müssten, wieder abzuschieben. Und deshalb legt die AfD da den Fokus auf die Abschiebezentren. Also das ist nicht vergleichbar mit dem Ankerzentrum. Das ist dann schon der Unterschied, wie Sie es sagen. Genau. Ich glaube, die anderen Parteien haben sich ja eigentlich schon sehr konkret zu dem Thema geäußert. Ich denke, die Positionen sind da klar. Dann beantworten Sie vielleicht auch gleich noch die nächste Frage. Sichere Plätze in Afghanistan. Genau. Also ich habe mich ja auch ein bisschen kundig gemacht zu der ganzen Thematik und ich bin da auf eine Grafik gestoßen von Pro Asyl vom 4.4.2018. Da ist also jetzt hier eine Karte zu sehen von Afghanistan und dort sind verschiedene Gebiete eingezeichnet und hier gibt es Gebiete im Zentrum von Afghanistan und im Norden Afghanistans, wo markiert wurde, dass dort eine, ich sag mal, eher geringere Gefahr vorherrscht. Das könnte man jetzt nochmal prüfen in dem Fall. Ich habe das, wie gesagt, von Pro Asyl vom April diesen Jahres. Haben Sie eine grobe Einschätzung, wie viel eine geringere Gefahr so ist? Ja, das ist die Frage, wie man das jetzt genau bemisst. Sicherlich ist die Gefahr in Afghanistan überdurchschnittlich hoch, wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht. Da ist also ein richtiger Kriegszustand in vielen Gebieten. Aber da muss ich auch wieder daran erinnern, es gibt ja verschiedene Asylgründe, die man vorweisen kann. Zum Beispiel ist es kein Asylgrund, dass man vor Krieg flieht. Also das ist kein subsidiärer Schutz, genau. Das heißt, es gibt dann dementsprechend auch einen gewissen Zeitraum, wo diese Person hier Obhut gewährt wird und wahre Asylgründe, die sollten dementsprechend auch anerkannt werden und dementsprechend können auch die Menschen aus Afghanistan hier bleiben, wenn sie einen solchen Asylgrund vorweisen können. Ansonsten Abschiebung in diese sicheren Gebiete und speziell an die Männer, dass dort das Land auch gesichert werden kann durch die wehrfähigen Männer dementsprechend. Danke sehr. Argument ist, glaube ich, erkannt. Die Frage wäre jetzt, ich hatte vorhin den Eindruck, dass die anderen, die hier sitzen, den Eindruck hatten, dass es in Afghanistan keine sicheren Gebiete gibt, oder möchte das jemand differenzieren?
Ich will Ihnen ja nichts in den Mund legen. Wenn Sie sagen, nee, das ist mir zu pauschal, dann könnten Sie jetzt. Ansonsten würde ich sagen, die anderen sehen es anders. Naja, ich meine, wenn man einfach schaut, so eine Statistik anguckt, wo ist es sicherer, wo ist es nicht sicherer, dann kann man einfach sagen, ja, wenn in deinem Heimatdorf nur 5 Bomben am Tag in die Luft fliegen, ist es deutlich sicherer, als wenn es 10 sind. Und ich denke, wenn man so eine Statistik sich anguckt, damit kann man überhaupt nichts anfangen. Das ist gar kein Argument dafür, dass da irgendwas sicher ist. Argument ist auch angekommen. Wollten Sie noch, oder? Also es mag ja sein, dass es irgendwie Inseln gibt in Afghanistan. Das Land ist ja groß, wo es relativ friedlich ist. So, aber wenn man Afghane ist und dann wieder sozusagen ins Flugzeug gesetzt wird, nach Hause geflogen wird, heißt das ja nicht, dass man, man muss ja auch dort wieder ankommen und sich integrieren. Und das macht ja nur Sinn, wenn man irgendwie Anknüpfungspunkte hat, wenn man in die Stadt zurück kann, aus der man kommt, wenn man in die Nähe seiner Familie ziehen kann. Man kann ja die Afghanen, die man zurückführt, nicht einfach irgendwo hin verpflanzen, wo sie überhaupt gar keine Anknüpfungspunkte haben, um sich wieder in ihrem Heimatland einzuleben. So, das finde ich, muss die AfD auch mal bedenken. Vielen herzlichen Dank. Ganz kurz, bevor wir jetzt die Sozialdemokratie hören, würde ich vielleicht Thomas Hering begrüßen, den Landtagskandidaten der Christdemokratischen Union, und würde Sie bitten, einfach zu uns zu kommen. Einfach reinreden mit der Zeit. Ich rede einfach. Ah, schon geht's. Und dazu muss man natürlich bedenken, dass Afghanistan ein Schmelztiegel von Kulturen und verschiedenen Sprachen ist, die da teilweise interne Konflikte haben, unter denen dann eben auch Menschen leiden, die in die völlig falsche Region abgeschoben werden. Und dazu kommt, dass man mir erstmal erklären soll, wie man die da hinschafft, ob man die jetzt einfach zentral irgendwo hinschickt und gut in gutem Glauben drauf baut, dass die schon sicher dahin kommen, oder ob man einen sicheren Rückführungsweg überhaupt garantieren kann. Vielen herzlichen Dank. Möchten Sie jetzt auch noch damit? Ja, er möchte auch. Wenn es geht, ja. Es geht. Ja, ich weiß nicht, ob Sie schon mal dieses Schriftstück gesehen haben. Ich habe mich in der Vorbereitung zu diesem Abend mit meiner Tochter unterhalten. Die ist Sozialarbeiterin und hat mit solchen Fällen zu tun. Da kriegen Sie dann ein Schreiben, da steht, Ihr Land ist bis zu, oder Sie haben die Gefahr besteht, bis zu 20% in diesem Gebiet zu sterben. So, oder bis zu 40%. So, und dann frage ich mich natürlich, wie sicher ist 20% und Wie tot bin ich, wenn ich die 20% erwische? Also, es ist absurd, Afghanistan als sicher zu bezeichnen, in ein Land, in dem immer noch Krieg herrscht, und das kann man nicht regional eingrenzen. Das geht einfach nicht. Also, ich denke, die unterschiedlichen Positionen sind deutlich geworden, brauchen wir, glaube ich, nicht weiter vertiefen, aber eine spannende Frage ist in der Tat aufgetaucht. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Sie sagen ja, wir bezahlen europaweit, verdient in Anführungsstrichen ein Flüchtling bei uns am meisten. Das, was er an materiellen Dingen bekommt, ist in Deutschland am höchsten. Deswegen unterstellt, ist das der Grund, warum so viele zu uns wollen und nicht woanders hin. Und wenn wir, sagen wir mal, so eine Art Europasatz hätten, was ein Flüchtling bekommt, je nach Status, wäre die Verteilung in Europa von vornherein eine andere, weil die Flüchtlinge vielleicht dann doch lieber nach Ungarn gehen würden oder nach Bulgarien. Die Frage gebe ich gerne mal an die... Ich hab die Frage richtig verstanden so? Ja? Gut, dann würde ich sie gerne in die Runde geben. Fangen wir diesmal vielleicht bei der Sozialdemokratie an. Würde ich gerne machen. Also der Satz orientiert sich bei anerkannten Flüchtlingen ja am Hartz-IV-Niveau. Das wären dann ungefähr 416 Euro plus Wohnkosten. Und warum man da nicht so einfach einen europäischen Satz machen kann, liegt daran, dass man eben keine gemeinsame europäische Kasse hat und dass man in verschiedenen europäischen Ländern natürlich einen vollkommen anderen Preisindex und einen Lebenshaltungskostenindex hat. Dementsprechend würde derselbe Satz in verschiedenen Ländern zu völlig unterschiedlichen Lebensverhältnissen führen. Bei manchen wäre es zu viel, bei manchen wäre es zu wenig. Dementsprechend ist das wahrscheinlich die Antwort auf Ihre Frage. Herr Musegor, 400 Euro für jeden und alle gehen nach Bulgarien. Ja, ich denke, Philipp von der SPD hat das schon ganz gut beantwortet. Das sehe ich ganz genauso. Vielen Dank. Um Zeit zu sparen, würde ich sagen, ich schließe mich dem Philipp an. Ja, wenn es gesagt ist, muss nicht jeder selber noch mal sagen. Die Kosten sind eben unterschiedlich. Insofern wird es keinen gemeinsamen Satz, glaube ich, geben können.
Ja, also der Erklärung schließe ich mich allgemein an, aber ich sage noch dazu, die AfD steht ja eher weniger für Geldleistungen, sondern eher für Sachleistungen, denn es geht ja hier um irgendwo eine Grundversorgung für diese Menschen und ich denke, wenn man da Richtung Sachleistung denkt, dann ist das vielleicht doch irgendwo auch gerechter, als jetzt Geldzahlungen zu geben, die dann vielleicht auch ins Ausland fließen. Ja, das soweit. Herr Hering, ja, der erste Abend. Beitrag heute ja, Abend. Ja, danke schön. Ja, zu dem einheitlichen Satz kann ich auch nur sagen, Unsinn, das bringt nichts. Allerdings muss ich auch sagen, hier geht es auch nicht um einheitlichen Satz, hier geht es einfach darum, es ist schon der Eindruck da und ich bin überzeugt davon, dass der Satz bei uns schon so hoch ist, dass es deutliche Anreize macht, lieber hierher zu kommen als woanders. Vielen herzlichen Dank. Ich denke, die Argumente sind klar geworden. Vielleicht kann man... Ich bin ja total neutral, aber ich versuche trotzdem mal eine Antwort von mir. Ich glaube, in der Vorbereitung des Abends habe ich gelesen, 85% der Flüchtlinge weltweit landen in der Region, wo sie sind. Stellen wir jetzt einfach mal vor, ich wäre aber einer von den 15%, die jetzt nach Europa flüchten. Wie viel Geld müsste man mir bezahlen, damit ich jetzt lieber nach Bulgarien flüchte? Wie viel Geld müsste man Ihnen bezahlen, damit ich lieber nach Ungarn flüchte oder irgendwohin, wo die Arbeitslosigkeit von vornherein auch so hoch ist. Aber wir lassen das einfach mal so hier stehen. Und ich weiß nicht, ob es klug ist, wenn wir jetzt Expertenwissen in die Diskussion werfen, denn es ging ja eigentlich um die Darstellung von politischen Positionen und ich denke, die haben wir erkannt. Ja? Es gibt eben viele Länder, wo gar keine Sozialsysteme existieren. Und dahin zurückzuschicken bedeutet dann eben eigentlich in die Obdachlosigkeit. Vielen Dank. Ich denke, damit haben wir diesen Komplex abgeschlossen und ich freue mich, dass wir gleich den nächsten anschneiden können. Es geht jetzt um das Thema Integration und Ehrenamt und auch da bitte ich um den Einstieg ins Thema.